Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19 6410 und gebe Online-Mathe-Unterricht. Wir haben den Dienstag, den 21. September 2021, und sind mit Aufgabe Nummer 5b. Jetzt geht es um den CO2-Ausstoß von den folgenden Autotypen. Und zwar haben wir einmal der Volvo V50, ja, also Volvo V50 haben wir da. Dann haben wir den VW Polo. Wir haben den Alfa Romeo Brera, ja. Alfa Romeo Brera nennt sich das. Und wir haben den Ferrari 612, ja. Also vier verschiedene Automarken. Und wir haben gewisse Informationen über ihren CO2-Ausstoß. Ja. Wir zeichnen hier mal Tabellen. Das ist mal der Vorschlag, dass wir so vorgehen. Dann haben wir hier insgesamt, ja, also die Summe davon jeweils. Also gut, jetzt steht da Folgendes. Der CO2-Ausstoß von all diesen vier Autotypen zusammengenommen ist 1000 Gramm pro Kilometer. Ja. Also wenn sie einen Kilometer fahren, jetzt nehmen wir all die vier Autos zusammen, lassen sie einen Kilometer fahren, also jedes davon fährt einen ganzen Kilometer, und dann schaut man ja, wie viel CO2 haben sie jetzt eigentlich ausgestoßen, ja. Dann ist das 1000. Jetzt ist es so, jetzt haben wir folgende Info: Ein Volvo V50, der stößt doppelt so viel aus wie ein VW Polo. Das heißt, wir sagen, ja, der VW Polo, der stößt x aus, dann stößt ja der VW Polo das Doppelte davor, also 2x. Der Alfa Romeo Brera, der stößt 84,8 Gramm mehr aus als der Volvo V50. Ja, also, gut, Alfa Romeo, der stößt einfach 84,8 Gramm pro Kilometer mehr aus als der Volvo V50. Der Volvo V50, der ist ja 2x plus 84,8 Gramm. Wir lassen jetzt mal das Gramm, da Gramm weg. Das ist, da können wir oben aufschreiben in G wie Gramm, ja. Und der Ferrari 612, der stößt das 1,8-fache vom VW Polo und vom Volvo zusammengenommen. Also wenn man jetzt so den Volvo und den VW Polo nennt, der Volvo, das ist 2x, plus der Polo, VW Polo, ja, plus x, und das 1,8-mal. Dann sind wir beim CO2-Ausstoß vom Ferrari. Jetzt tun wir zuerst einmal die Gleichung auflösen oder die Gleichung aufstellen, auflösen und anschliessend alle Werte angeben. Heisst also, wir wissen alle zusammen, stoßen 1000 Gramm pro Kilometer aus. Das schreiben wir aus, auf 1000. Wie viel stoßt der VW Polo oder der VW Polo aus? X. Oder fangen wir oben an. Der Volvo V50, 2x. Wie viel stößt der VW Polo aus? X. Wie viel stößt der Alfa Romeo aus? Ich hätte es eigentlich gerade alphabetisch anordnen, aber ja. Ich habe mich halt auf das Mathematische konzentriert. Dann nehmen wir da 2x plus 84,8 Gramm pro Kilometer.
plus 1,8 mal 2x plus x, haben wir gesagt. Ja? Das ist unsere Gleichung, das müssen wir jetzt auflösen. Nach x. Da haben wir 1000 Gramm pro Kilometer plus. Und dann haben wir da 2x plus x plus 2x, das gibt 5x. Plus 84,8. Und da hinten haben wir dann plus 2 mal 1,8x. Das ist 3,6x plus 1,8x. Ja? Oder eben, wir rechnen 1,8 mal 3x. Ich 1,8 mal 3, was geht das? Das gibt 5,4 und 3,6 plus 1,8, das gibt auch 5,4, also haben wir das richtig gerechnet. Gut, dann rechnen wir weiter. Wir rechnen auf beiden Seiten minus 84,8. Dann haben wir da 1000 minus 84,8. 84,8 geht 915,2 Gramm pro Kilometer und auf der anderen Seite haben wir ja 5x plus 3,6 plus 1,8. Was gibt das? 5 plus 3,6 plus 1,8. Das gibt 10,4x. Jetzt teilen wir beide Seiten durch 10,4. Dann haben wir x gleich 915,2 geteilt durch 10,4. Halt, ja. Und das gibt genau 88 Gramm pro Kilometer. Also 88 Gramm pro Kilometer. Ja? 88. Ja? Heisst also, wir haben hier für den VW Polo 88 Gramm pro Kilometer. Für den Volvo V50 haben wir ja das Doppelte, also rechnen wir 88 mal 2. Das gibt 176 Gramm pro Kilometer. Für den Alfa Romeo rechnen wir 2x plus 84,8, also 2 mal 88 plus 84,8, das ist 176 plus 84,8. Das gibt 260,8 Gramm pro Kilometer. Und dann haben wir am Schluss die 3x, also 3 mal 88, 264 mal 1,8. Ich habe jetzt rückwärts gerechnet, aber das spielt ja keine Rolle. Dann haben wir 475,2 Gramm pro Kilometer. Und jetzt, zum Schluss, prüfen wir noch, stimmt das Ganze überhaupt? Und dann rechnen wir 176 plus 88 plus 260,8 plus 475,2 Gramm. Und erhalten mit dem hier wirklich 1000 Gramm pro Kilometer und sehen, ja, das stimmt. Gut.